Hallo ihr Lieben, wir sind in Kapitel 7, in der zweiten Hälfte des Buches. Das heißt, wir haben noch 6 Wochen vor uns. Und die 6 Wochen werden ein Stück weit herausfordernder, insbesondere für mich. Prophetie. Wir werden über Prophetie reden, wo es viele Auslegungen gibt. Ich habe die Ausarbeitung diese Woche gemacht. Ich habe schon erwähnt, das dauert normalerweise 8 Stunden. Diesmal war es grob 16 Stunden, um nur ein Kapitel grob zu verstehen. Also man kann noch tiefer gehen, noch mehr machen. Und ich will auch im Vorhinein sagen, mein Ziel ist es nicht, diese 6 Kapitel alle vollkommen auszulegen oder interpretieren. Wer ist der Antichrist? Wer macht dies? Wer macht das? Mein Ziel ist es, euch beizubringen, wie man den Text liest, wie man den Text versteht, dass ihr selber graben könnt, selber forschen könnt und dann eure Meinung euch bildet. Natürlich werde ich hier und da mal Meinungen weitergeben, aber das ist nicht mein Fokus. Ich werde manchmal gefragt, was hältst du davon? Was denkst du davon? Und ich gebe selten meine Meinung zu gewissen Sachen, weil ich auch sage, das wird sich mit der Zeit zeigen. Mit der Zeit wird dieser Text lebendig und verständlich werden. Genau, so viel dazu. Um einen kurzen Überblick zu bekommen vom Buch Daniel, will ich erstmal anfangen, bevor ich den Text lese, hervorzuheben, Daniel hat 4 Visionen. Während wir 6 Kapitel haben, haben wir 4 Visionen. Die erste Vision ist im ersten Jahr von Belshazzar, 533 vor Christus. Daniel ist 67 Jahre alt. Das heißt, Kapitel 7 ist vor Kapitel 6 zeitlich gesehen. Es ist nach Kapitel 6 geschrieben, damit die Geschichte bleibt. Also Kapitel 1 bis 6 ist Geschichte, Kapitel 7 bis 12 ist Prophetie. Aber Kapitel 7 ist zeitlich gesehen vor Kapitel 6. Es ist bei Kapitel 5. Im dritten Jahr von Belshazzar, also 151 vor Christus, da ist er 69, da haben wir die zweite Prophetie, das ist in Daniel Kapitel 8. Dann haben wir die dritte Vision im ersten Jahr von Darius, das ist in Kapitel 9. Und die vierte Vision, das ist im dritten Jahr von Kyros, 535, da ist Daniel 86 Jahre alt, grob. Dass ihr ein Gefühl bekommt, es ist gar nicht so kompliziert. Ich musste erstmal das runterbrechen für mich. Wir haben 4 Visionen. Wir haben 2 Visionen zur Zeit von Belshazzar und dann Darius und Kyros. Und in diesem Daniel 2 und 7, was wir heute lesen, die sind sehr parallel. Da sind sich die Kommentatoren im Großen und Ganzen einig. Die Theologen sagen, hey, das überschneidet sich, da sind andere Bilder, aber inhaltlich bedeutet das das Gleiche. Kapitel 2 haben wir schon studiert. Das heißt, heute oder jetzt wird es einfacher vom Studium her. Wir haben schon einiges vorgearbeitet, aber die Bilder sind anders. Es werden Tiere verwendet, nicht Edelmetalle. Darauf kommen wir noch später zu sprechen. Ganz kurz auch noch, Kapitel 8 bis 12 dreht sich primär auch um Israel, während Kapitel 7 noch die ganzen heidnischen Völker anspricht. Ab Kapitel 8 kommt Israel mehr ins Spiel. Daniel ist Jude, Daniel betet für Israel und deswegen ist es für ihn auch interessant zu sehen, was passiert denn mit Israel und Gott gibt ihm da Einblicke. Wenn wir über Prophetie reden, insbesondere auch in der Bibel. Ich weiß, es gibt das Thema Prophetie, gibt es das noch heute oder nicht, dass jemand prophetisch reden kann. Darauf werden wir nicht den Fokus aktuell legen. Wir legen den Wert auf die prophetischen Worte des Wortes Gottes, der Bibel. Und die sind für uns unglaublich wichtig. Es gibt einen Satz, wer Prophetie kennt und versteht, kann die Ruhe der Ewigkeit heute genießen. Wer Prophetie versteht, was hier drin steht, der kann die Ruhe der Ewigkeit, dieser Zustand, den wir schon im Himmel haben, kann er im Herzen erleben. Dieser Frieden, der den Verstand übersteigt. Warum? 2. Petrus 1, 19. Aber eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Der Morgenstern ist Jesus. Und wir leben in einer dunklen Zeit, aber die Prophetien sind wie Leuchter, wie Licht, die uns den Weg zeigen, wo es hingeht. Wo wird das alles hier eines Tages enden? Sie geben uns einen Frieden, sie geben uns eine Freude, sie geben uns eine Hoffnung und eine Erwartungshaltung.
Und ich weiß, dass diese Sachen gemieden werden. Offenbarung und Daniel sind Bücher, insbesondere ab Kapitel 6 oder 7, bis ab Kapitel 7, das hört man in der Kinderstunde nicht mehr. Darüber reden wir selten, da ist eine gewisse Angst. Also ich kann mich erinnern als Kind, ich habe Offenbarung gelesen und ich dachte, ich hoffe, ich lebe nicht in dieser Zeit. Ich hoffe, dass ich nicht diese ganzen schlimmen Sachen erlebe. Die stehen da nicht dafür, dass wir Angst haben. Die stehen da, dass wir sehen, Gott ist souverän, Gott ist allmächtig, wir dürfen Frieden haben. Und das Wunderbare ist sogar, sie stehen da als ein Geheimnis für Gottes Kinder, denen er seine Gedanken offenbart. In Amos 3, Vers 7 lesen wir, Gott tut nichts, ohne dass er seinen geheimen Ratschluss seinen Dienern offenbart. Geheimer Ratschluss an seine Diener. Gott tut nichts, er offenbart seine Gedanken, seine Pläne, die Zukunft, Leuten, denen er vertraut, Geheimnisse. Wir lesen auch, den Gottesfürchtigen vertraut Jahwe. Er weiht sie ein in seinen Bund. Er weiht sie ein, das Wort Bund hier und Ratsch ist das Gleiche im Hebräischen. Eins zu eins das Gleiche. Und Gott offenbart seine Gedanken. Genauso wie Freunde Geheimnisse weitergeben. Und das ist dieser Zustand auch, den ich dir mitgeben will, wenn wir Kapitel 7 bis 12 lesen. Das hier ist Gottes Geheimnis mit ihm und Daniel, weil Daniel sich treu erwiesen hat über die ganzen Jahre, dass Gott ihm das anvertrauen kann. Nur weil du Christ bist, heißt es nicht, dass Gott dir das anvertrauen wird, seine Geheimnisse. Sondern weil wir treu sind, weil wir gut mit dem Wort umgehen, weil wir mit Gott leben, weil wir auf ihn hören. Deswegen offenbart er seine Geheimnisse, Daniel. Und wir dürfen daran teilhaben, an diesem geheimen Gespräch, wo Engel mit ihm reden, wo Geist Gottes mit ihm redet. Wir dürfen das lesen und dürfen sagen, wow, das sind Geheimnisse, die Gott uns mitteilt. Prophetien offenbaren Geheimnisse Gottes, die nur wir verstehen können und auslegen können durch den Heiligen Geist. Das ist doch wunderbar. Es offenbart Gottes großen Plan für die ganze Welt. Und es gibt uns eine Hoffnung in Krisenzeiten. Prophetie ist eine klare Perspektive der Geschichte. Wenn wir Geschichte schauen, wir haben Geschichtsunterricht auch in der Schule gehabt, vielleicht, du bist noch da drin. Und dann gibt es eine gewisse Art, wie man die Geschichte auslegt. Und manche legen sie sehr positiv aus, schauen auf die guten Sachen, die Menschen erreicht haben, Erfindungen. Manche legen sie sehr schlecht aus, sie legen Wert auf die Sklaverei, die Vergehen. Die Bibel gibt uns ein klares Bild der Geschichte, wie Gott das sieht. Und er hat den klarsten Blick auch. Es reinigt auch unser Leben. Wenn wir Prophetien lesen, dann gibt es uns einen Blick über Zeiten. Wir sind nur eine Millisekunde in den letzten tausenden Jahren, seit es die Welt gibt und die nächsten Jahre, wie lange es auch immer noch die Welt gibt und dann die Ewigkeit. Wir sind nur eine Millisekunde unseres Lebens hier auf Erden. Wir sind nur ein Staubkörnchen unter den Milliarden von Menschen, die schon auf der Erde gelebt haben und leben. Es gibt uns einen klaren Blick, es reinigt uns und sagt, hey, es kommt eine Ewigkeit und eines Tages werde ich vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Er wird wiederkommen. Die Welt sagt, ach, wann kommt er? Der hat schon gesagt, vor 2000 Jahren kommt er. Der kommt nicht. Und wir sagen, nein, er wird bald kommen. Und weil wir das sagen, bereiten wir unser Leben vor. Wir verändern gewisse Gewohnheiten, wie wir mit Zeit umgehen, Geld umgehen, gewisse Sachen, wie wir reden. Wir verändern das, unsere Arbeitshaltung. Wir sagen, nein, ich gebe alles, ich gebe mein Bestes. Ich tue es aus Freude, aus Dankbarkeit, weil ich will ein guter, treuer Diener sein. Wir lassen uns nicht mitreißen mit der Welt, bei Lästerei, bei Meckern über den Chef. Wir lassen uns nicht mitreißen, weil die Prophetie uns auch reinigt, wenn wir es lesen. Wow, Gott sieht alles. Gott nimmt alles wahr, Gott hat einen Plan. Ich will Teil davon sein. Ich will die Geheimnisse hören und verstehen. Es reinigt unser Leben. Und wenn du nicht alles verstehst, das ist nicht schlimm. Mir ist am allerwichtigsten, dass du am Ende von diesen Kapiteln, von diesem Buch sagen kannst, ich verstehe die groben Gedanken. Ich verstehe den groben Zusammenhang. Das ist mir wichtig. Wenn du die Details nicht verstehst und du liest, was heißt dieses Tier und Leopard und so, ich verstehe das nicht ganz. Nicht schlimm. Mein Wunsch ist, dass du am Ende sagst, ich bin aufgebaut, ich habe Freude am Lesen, ich verstehe ein bisschen mehr. Das ist mein Ziel. Was für mich noch interessant ist, in Kapitel 1 lesen wir, dass Daniel die Gabe der Traum- und Visionauslegung hat. In Kapitel 7
bekommt er einen Traum, den er nicht auslegen kann. Das habe ich noch nie so wahrgenommen. Aber was ich daran spannend finde, ist, ich komme aus der Pfingstszene und da ist es so, dass wenn du eine Gabe hast, dann musst du es unbedingt einsetzen. Das ist auch gut so, soll ja zur Auferbauung sein. Aber man sagt, ja, da du die Gabe hast, mach doch, mach doch. Prophetie, Zungenrede, Auslegung, mach jetzt. Wir sehen, Daniel hat die Gabe, der hat die schon jahrelang gebraucht und jetzt irgendwie funktioniert sie nicht. Er braucht Hilfe bei der Auslegung plötzlich. Vorher war es eine Gabe, die war wie in ihm drin. Und es ist nicht, dass die ausgeschaltet wurde, aber ich würde sagen, es gibt Momente, wo wir merken, eine Gabe in irgendeiner Art und Weise braucht extra Hilfe von Gott. Also für mich, ich habe das noch nie wahrgenommen, noch nie. Weil bei den Pfingstern, ich werde so groß, ja, wenn du die Gabe hast, dann funktioniert die immer. So ungefähr, so, zumindest so war es das Gefühl. Aber hier sehen wir, der konnte das nicht, obwohl er die Gabe hatte. Das ist für mich auch ein kleines Element, ich habe schon erwähnt, wir glauben, dass es die Gaben noch heute gibt. Wir glauben, dass sie zur Auferbauung der Gemeinde dienen, in verschiedener Art und Weise. Aber auch hier, sie sind nicht einfach Knopfdruck und fertig. Und Daniel lebte hier aktuell nicht mal in Sünde, dass wir, wovon wir zumindest wissen würden, dass der in Sünde lebt und ich kann das gerade nicht. Nein, es gibt Sachen, wo wir sagen, Gott, ich muss dich noch mehr suchen. Obwohl ich diese Gabe habe, fülle mich weiter, führe mich weiter, ich brauche dich. So, dann lesen wir heute 1 bis 7 erstmal. Im ersten Jahr Belshazzars des Königs von Babel hatte Daniel einen Traum und Gesicht eines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in einem Gesicht, siehe, die vier Winde des Himmels brachen los, auf und das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bär. Es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seiner Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm gesprochen, steh auf und friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe ein anderes Tier wie ein Panther. Es hatte vier Vogelflügel auf seinen Rücken. Auch vier Köpfe hatte dieses Tier. Und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in der Nacht Gesicht und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich, außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte, zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als die vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Okay, ganz kurz, Daniel hat einen Traum bei Nacht und er schläft. Das ist eine Form, wie Gott spricht. Wir haben in der Bibel noch die Form, Vision oder Träume, wo jemand bei Tag die Augen zu hat und etwas sieht oder sogar bei Tag die Augen auf hat und etwas sehen kann. Also Gott kann reden über natürlich einerseits durch das Akustische, durch das Herz, durch das Gewissen, aber auch hier redet er bei Nacht in einem Traum, das habe ich schon öfters erlebt, oder er kann reden in einer Form, wo wir tagsüber die Augen aufhaben und etwas Übernatürliches sehen. Oder die Augen zu haben im Gebet. Wir sind hellwach, wir sind im Gebet und im Gebet schenkt Gott ein Bild, eine Vision. Das ist auch möglich. Und wir fangen an hier und es steht, ich sah bei Nacht im Gesicht vier Winde des Himmels. Lass uns kurz auf die vier Winde eingehen. Vier Winde, vier starke Winde oder Stürme. Wir sehen hier, dass sie freigelassen werden. Sie brachen los auf das große Meer. Vier Winde. Was ist das? Wir haben in Jeremia 49, 36, Ezekiel 37, 9, Daniel 8, 8, Zacharias 2, 6, haben wir diese Stellen auch, wo das drinsteht, diese vier Winde. Jesus sagt sogar, er wird die Engel senden, dass er die Auserwählten von den vier Winden einsammelt. Das hat verschiedene Bedeutungen. Von den vier Winden kann einmal, wie gesagt, bei Jesus sein, die vier Himmelsrichtungen. Aber hier geht es nicht um Norden, Süden, Osten, Westen. Hier geht es so, da sind die Theologen sich im Groben einig, im Groben, dass es um die geistliche Welt geht, um Engel. Vier verschiedene Winde, Gruppierungen, sei es vier Engel oder vier Engelsgruppen, vier Legionen, die werden freigelassen, um auf das große Meer zu kommen. Und wir haben schon über Engel geredet, ich habe es schon mal erwähnt, in der geistlichen Welt
passiert mehr als auf der Erde. Warum sage ich das? Wir schlafen mindestens 4, 5, 6, 7, 8 Stunden am Tag. Die Engel schlafen nie. Die Engel sind andauernd in Aufträgen. Bei denen gibt es geistlichen Kampf, Verhandlungen, Gespräche. Wir lesen in der Bibel, wie sie an einem Tisch sitzen oder in einem Gespräch sind. Wer soll einen König verführen? Und dann meldet sich ein Lügengeist und Gott sagt, okay, du darfst gehen. Wir sehen, wie Satan mit Gott redet. Wir sehen, in Daniel haben wir schon gelesen, wie diese Engel aufpassen auf die Könige, wenn sie sich erheben, dass diese Könige abgesägt werden. Also da ist ganz viel los. Und hier werden jetzt vier Gruppen freigesetzt. Vier Winde, vier Engel. In der geistlichen Welt wird das freigesetzt auf das große Meer. Wir lesen in Offenbarung 17, 15, dass das große Meer als die Nationen definiert wird. Und davon gehe ich auch hier aus. Also wir sehen hier, dass Engel oder Dämonen freigesetzt werden auf das große Meer, auf die Nationen, auf die Welt. Die wurden festgehalten, die wurden gebremst, die wollten, aber die konnten noch nicht, Gott setzt Zeiten ein. Und er hat gesagt, jetzt könnt ihr los. Und so kommen wir zu diesen vier großen Tieren. Und für die, wie gesagt, schon erwähnt, für die meisten Theologen ist das parallel zu diesem Eisen. Wir haben den Kopf aus Gold, Babylon, die Brust und Arme aus Silber, Medo-Persien, die Hüfte aus Bronze und die Beine aus Eisen, das Römische Reich. Und hier haben wir den Löwen mit Flügeln wie ein Adler, den Bär mit den Rippen, den Leopard und dann dieses unglaubliche Tier, das noch nicht mal einen Namen hat, das alles Mögliche zerstört. Und ich will einfach abschließen mit dem Gedanken, warum sieht Nebukadnezar Edelmetalle und was Schönes und Daniel etwas Grässliches? Wegen dem geistlichen Zustand. Nebukadnezar ist ein Herrscher, der sowieso Länder umbringt. Für ihn ist ein Königreich und noch ein Königreich etwas, das er insofern feiern kann, weil er sagt, ich bin auch ein König, ich nehme auch Länder ein, ich zerstöre. Sein geistlicher Zustand ist ganz anders. Und so Gott gibt ihm eine ganz andere Perspektive. Gott zeigt ihm, du bist ein König, du herrschst, nach dir wird noch ein Herrscher sein und noch ein Herrscher, recht neutral und nüchtern. Weil das ist auch seine Lebensaufgabe. Der zerstört Menschen, der tötet Menschen, der lässt die foltern, der bringt Nationen um. Der hat damit gar kein Problem. Daniel als Mann Gottes, der Gewalt hasst, der Tod hasst, der Gott liebt, der Menschen liebt, der sieht all diese Sachen passieren. Wir werden lesen, in Kapitel 7 und Kapitel 8 ist er sogar krank. Nach der Vision in Kapitel 8 ist er krank und kann tagelang nicht arbeiten. Tagelang ist er fertig. Wir sehen das, wir lesen das als Kinder Gottes und wir sehen, auf die Welt kommen ganz schlimme Tage zu. Ganz schlimme Tage. Daniel in seiner geistlichen Reise nimmt Sachen ganz anders wahr. So auch die Welt. Die Welt guckt auf die Regierung und manche finden sie gut, manche finden sie schlecht. Wir gucken gar nicht auf die Regierung. Wir gucken, wie schreibt Gott gerade Geschichte? Was tut Gott gerade in dieser Welt? Wir sehen Corona, wir sehen Ukraine, verschiedene Kriege. Aktuell, glaube ich, habe ich gelesen, gibt es mindestens 14 Kriege auf dieser Erde. Wir hören primär von einem. In Kamerun gibt es einen Völkerkrieg zwischen den Französisch sprechenden und den Englisch sprechenden. Also es gibt verschiedene Länder, wo viel Krieg gerade ist. Wir hören davon nicht immer. Aber wir gucken, Gott, was machst du gerade? Und wir gucken nicht, die Welt läuft aus mit dem ganzen Rohmaterialien. Wir müssen die Welt retten. Darum geht's. Wir können dazu beitragen, dass wir nicht so viel Müll machen. Aber uns geht's nicht darum. Wir haben einen ganz anderen Blick. Ich höre überall, also ich war in Berlin, so dieses Thema vegan essen, nachhaltig leben und so. Das ist ein Schwerpunkt für die Welt. In den Werbungen, wenn man Werbung sieht auf YouTube oder so, immer wieder, wir sind nachhaltig, wir sind nachhaltig. Wir lesen die Geschichte ganz anders. Wir sehen die Sachen ganz anders. Daniel kriegt von Gott ein grässliches Bild von wilden Tieren, die fressen. Nebukadnezar war selber ein Tier, das gefressen hat, Menschen zerstört hat. Und so wünsche ich uns auch, dass wir geistig wachsen, dass wir nicht wie die Welt alles betrachten. Dass wir bereit sind zu sagen, Gott, wenn ich dein Wort lese, öffne meine Augen für diese Zeiten. Die brauchen uns keine Angst zu machen. Sie haben Daniel, ich weiß nicht, ob sie ihm Angst gemacht haben, aber insofern, sie haben ihm gesagt, boah, das kann nicht sein, was da alles passiert. Daniel war übel, Daniel war schlecht, der war bleich. Und so will ich uns ermutigen. Wir haben einen anderen Blick.
Gott will diese Prophetie uns geben als Offenbarung. Es ist nicht alles schön, aber wir kriegen einen klaren Blick. Und morgen steigen wir tiefer ein in diese Tiere. Wer sind die Tiere? Wir haben das schon mal angesprochen, aber wir gehen morgen drauf ein. Genau. Ich freue mich. Bis dann.